Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wie versprochen, ich bin auf der anderen Seite nach einer gefühlten Ewigkeit im Wasser. Letztendlich sind wir jetzt angekommen. Wir nehmen logischerweise, wenn ich jetzt sowieso gerade wieder durch den Wald renne wie ein Bekloppter, weil wir müssen uns relativ beeilen. Wir haben schon 13.31 Uhr an Tag 6. Der Händler macht doch irgendwann nämlich zu und schmeißt uns dann einfach raus und ich habe keinen Bock nachts zu warten vorm Händler. Ja, nach einer gefühlten Ewigkeit endlich angekommen. Wir nehmen die Federn auf jeden Fall alle mit, die wir auf dem Weg finden. Wir nehmen die Goldruten mit, die wir auf dem Weg finden. Und wir nehmen auf dem Rückweg, ich werde mich jetzt erstmal... Ist das überhaupt richtig? Ja, ist richtig. Wir werden uns jetzt erstmal auf den Weg zum Händler machen. Auf dem Rückweg vom Händler, wenn genug Zeit bleiben sollte, nehmen wir noch das ein oder andere Häuschen mit. Denn ich habe jetzt hier ein Häuschen gesehen, da hinten war glaube ich auch irgendwo noch ein Häuschen, habe ich vom Wasser aus gesehen. Können wir auch looten letztendlich. Und vielleicht finde ich auch hier irgendwo beim Händler noch eine Stadt. Wir stellen uns auch mal auf den Berg drauf. Nehme ich Steine mit? Nee, komm, wir gehen erstmal zum Händler. Danach haben wir immer noch Zeit für Steine und was weiß ich alles. Das Lager haben wir, glaube ich, gelootet. Das sind wir, wo wir den Airdrop hatten, vorbeigerannt. Genau, das Cheerleader-Camp war es, glaube ich. Wo letztendlich nur Frauenzombies da waren und ein einziger Mann... Man weiß nicht, was sie da Fleisch. Man weiß nicht, was sie da getrieben haben. Ich möchte es auch nicht wissen. So, ein Schuss, ein Treffer. Wenn es denn immer so laufen würde. So, Fleisch. Haben wir einen Platz? Ja, haben wir. Fleisch nehme ich sehr gerne mit. Können wir wieder Eier mit Speck draus machen. Auch wenn ich jetzt hier die ein oder anderen Nester mitnehme. Wobei ich, glaube ich, schon wieder an 20 Nestern vorbeigerannt bin und sie einfach mal komplett ignoriert habe. Etwas mehr Konzentration bitte von meiner Seite aus. So, irgendwie hier Rocker-Zombie, Stripper-Zombie haben wir hier in dem Wald auch schon gesehen. Ich weiß ja nicht, was hier los ist. Cheerleader-Camp. Ja, ja. Ich möchte hier keine falschen Schlüsse ziehen. Halt. Oh, zwei sogar. Sehr cool. Und zwei Eier drin. Oh, drei Eier. Zwei Nester, drei Eier. Nicht schlecht. So, komm hier. Goldruten nehmen auch mit. Bisschen wenig, ehrlich gesagt, im Moment da. Und Bierchen, da haben wir mittlerweile relativ viele. Wenn ich nach Möglichkeit, ich schau mal, dass ich, also mein Favorit jetzt beim Händler wäre A, Minibike, wobei das eher sehr selten vorkommt. Oder ein Mining-Helm. Wenn ich Glück habe, habe ich genug Zeug dabei, um dementsprechend viel Kohle zu machen, denn der Mining-Helm, der wird mich, glaube ich, 4000 kosten ungefähr. Wird schwierig. Aber wir schauen mal, wenn nicht, kriegen wir vielleicht ein paar andere coole Klamotten. Oh, Mining Helm wäre so mein Favorit, eben, damit man eben bei YouTube ein bisschen mehr sieht nachts. Wir haben zwar mittlerweile das Nachtsichtgerät, aber das ist jetzt auch nicht so produktiv. Es hilft ungemein bei der Horde letztendlich, gerade was die Zombies, die weiter weg spawnen, angeht. Aber sonst, für nah ist es eher scheiße. Geht halt nichts über einen gescheiten Minenhelm. So, hier auf dem Berg werde ich mich auf jeden Fall auch mal kurz... Halt! Aufstellen. Und dann schauen wir mal. Wenn ich hier nämlich irgendwo in der Nähe eine Stadt finde, dann lasse ich die Stadt da hinten, lasse ich sein. Das ist ja letztendlich unsere Stadt. Und würde dann da dementsprechend die Stadt nehmen, weil mir gefällt das Waldbiom einiges besser. Wobei ich glaube, die neue Stadt, die wir... Ich wollte gerade sagen, die Schmiede brennt noch nicht, war es fast. Denn die neue Stadt, die wir gefunden haben, ist allerdings letztendlich, glaube ich, auch ein Waldbiom gewesen. So, hier ist nichts Sinnvolles dabei. Hier hätten wir, okay, Electrical Fancy, beziehungsweise halt den Zaun. Wire Tool haben wir. Boah, hier ist auch nichts dabei. Klamotten. Ich glaube, die haben wir sogar schon gekauft. Muss ich mir gleich nochmal anschauen. Eine Machete, beziehungsweise Machetenklingen. Wire Tool, Schmerzmittel. Ja, ganz toll. Wir verkaufen erstmal unser Zeug hier. Ah, das wollte ich reparieren. Das verkaufen, kommen die hier. Boah, das, was bringen die? 58. Na, 1900, okay, das reicht hinten und vorne nicht. Ja, 4500. Gratuliere. Oh, der hat aber nichts Sinnvolles im Angebot. Haben wir denn noch Punkte übrig? Sonst würde ich hier nämlich auf, wo haben wir es denn? Die Secret Trash gehen. Bonuslevel plus 500. 11 Punkte. Ach komm, einen investieren wir. Was soll's. Wir geizen nicht. Wir haben, was haben wir denn noch? Was bringt das? 418. Hilft ja trotzdem nicht. Ich bin bei 2000. Ne, wir haben die Handschuhe, haben wir gekauft das letzte Mal. Das hilft alles nichts.
So, reparieren, der bringt dann letztendlich ein bisschen mehr Geld, nämlich wenn ich den jetzt verkaufe. Okay, Fucker. Ja, 387. Komm, das kriegst du auch. Die Gläser kriegst du auch noch. Hier Fett, komm hier Geiz nicht. Hier Knochen will er nicht. Schade. Hier Haut. Oh, verkaufen wir ihm auch. Okay, was haben wir jetzt noch dazu gekriegt? Wir haben letztendlich Hopfensamen hätten wir. Dann haben wir das Heavy. Okay, Pläne brauchen wir nicht. Generatorbank. Boah. 3600, 1000. Holla die Waldfee. Okay, wir kriegen definitiv nicht den Bergbauhelm zusammen. Boah, was hast du denn noch? Die hier. 3700. Oh, boah, das ist alles zu teuer. Scheiße. Oh. Oh, ah, wow, Hitzschlag, Hitzschlag, ausziehen. Mag mir das noch einer. Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Im ersten Stadium, muss sollte sich ausruhen? Ja, sollte ich und ich sollte was trinken. Mist. Okay, und das war auch nicht beabsichtigt. So, wir stellen uns jetzt einmal, wir schauen uns erstmal, ob wir hier irgendwo vielleicht noch eine Stadt finden. Jetzt aber hier erstmal nichts, wir stellen uns jetzt mal auf den Berg da drauf. So, Hitze geht runter, sehr schön. Allerdings, wir brauchen dringend Wasser. Haben nur leider keins. Vielleicht finde ich hier irgendwo ein kleines Häuschen, wo eine Küche hat, wenn ich Glück habe. Wir bräuchten echt Wasser. Ich habe jetzt auf Hitze nicht geachtet, mal wieder. Immer das Gleiche. Ja, beschwer dich nicht. 45 Grad, wir sinken schon. Schneller geht's leider nicht. Ich habe auch kein... Ah, wohl... Nein, ich habe die Gläser verkauft. Sonst hätte ich mir einen Kaktustee gemacht. Der letztendlich nämlich die Hitze reduziert. Wir können Yucca, aber das bringt... Ich habe halt keine Gläser jetzt mehr. Noch ein Händler? Noch ein Händler. Ganz toll. Toll. Händler ohne Ende. So, wir können wieder laufen. Sehr schön. Beziehungsweise rennen. Wir sind bei 42 Grad im Moment. Toll. Händler ohne Ende. Aber leider nicht in meiner Nähe. Und keine Stadt. Hier, das hat keinerlei Sinn. Wir nehmen diese kleinen Häuschen hier noch mit. Wenn wir sowieso schon mal da sind. Ich habe gerade wieder ein Vogelnest übersehen. Das habe ich gesehen im Augenwinkel. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. 16.03 Uhr. Ich möchte dringend was trinken, denn wir sind bei 10%. Tendenz fallend. Ich möchte meine Welt nicht opfern. Wir werden nicht gleich sterben, wenn wir jetzt nichts trinken. Allerdings haben wir eben das Problem, dass meine Welt in die Brüche geht. Und ich glaube, Bier bringt... Keine Flüssigkeit. Ne, kostet, glaube ich, sogar Flüssigkeit. Kann das sein? Ich glaube, Bier kostet sogar Flüssigkeit. Könnte sein. 6%. Na, ganz toll. 40 Grad. Scheiße, 40 Grad steigend. Was habe ich denn noch an? Ich habe doch nichts mehr an. Was wollt ihr von mir? Bin doch schon nackt. Ganz nackt. 4%. Ganz toll. Ich hoffe, da ist Wasser drin. Gib mir eine Küche. Ich brauche Wasser. Und nicht allzu viele Zombies nach Möglichkeit. Na, ganz toll. Wow. Ich sagte nicht allzu viele Zombies. Wenigstens hier eine Küche. Der war ja mal schlecht. So, Kühlschrank. Wasser. Nein, Mais. Toll, Electrical Parts. Kochtopf. Gib mir Wasser. Farbe. Ich kann Farbe trinken. Wie toll. Okay, wir werden kein Glück haben. Eine Dose. Noch eine Dose. Es hilft alles nichts. Ja, er hat Tarnfarben an, aber ich habe ihn trotzdem gesehen. Okay, da hinten nennen wir noch ein Haus. 0%, ganz toll. Unser Wellness wird jetzt in die Brüche gehen. Das ist ja letztendlich aber auch nur eine kleine Hütte. Gut, ich könnte natürlich jetzt... wir laufen jetzt Richtung Wasser. Schnellstmöglich Richtung Wasser. Ich werde gleich Wellness verlieren. Das wird sich nicht mehr verhindern lassen, da wir bei 0% halt Wasser sind, dementsprechend. Glas habe ich jetzt auch nicht eingesammelt. Ich brauche, um den Yucca auszupressen, meines Wissens nach Glas. Kann mich allerdings auch irren. Sollte mir jetzt aber erstmal egal sein. Notfalls kann ich das Wasser... Jetzt steigt schon wieder die Gradzahl. Sag mal, 31 Grad. Wir haben keine Klamotten mehr an. Wir laufen jetzt in Richtung Wasser. Trinken das Wasser in der Hoffnung, dass wir allerdings keinen Vergiftung... Ach du Scheiße.
Boah, Gott sei Dank. In der Hoffnung, dass ich keine Vergiftung erleide. Wenn ich eine Vergiftung erleiden sollte, ich glaube, Honig müsste, glaube ich, sogar dagegen helfen. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ich erleide keine Vergiftung. Ich glaube, die Chance liegt bei 50-50. Gut, bei mir wahrscheinlich dann eher 99-1, dass ich eine bekomme. Man kennt ja mein Glück. Ah, okay. Allerdings, ja, immerhin, wir fallen von der Gradzahl wieder. Hast du Wasser? Na, ganz toll. Das war nichts. Ich bin dehydriert. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann nicht mehr zielen. Ich möchte keine Wellness verlieren. Ja, ich mir hart erarbeitet mit Eier und Speck. Den ganzen Tag fressen, das ist nicht einfach. Den ganzen Tag Eier mit Speck. Weil ich glaube, ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Hast du Wasser? Ja, ganz toll. Ich treffe echt gar nichts mehr. Treffer. So, Athletica haben wir ausgebaut. Sehr schön. Auch kein Wasser. So, wie war das? Nee. Geht das überhaupt? Nee, geht nicht. Ich brauche eine freie Hand, glaube ich, war das. Oder? Ja. Sehr schön. Keine Vergiftung erlitten. Perfekt. Dann sind wir bei 116. Dann haben wir erstmal das Ganze abgewandt, dass wir Wellness verlieren würden. Beziehungsweise wir werden im 0, irgendwas Bereich werden wir verloren haben auf jeden Fall. Ja, Plan, Änderung. Wir gehen jetzt gleich zurück. Ich wollte ja eigentlich noch das ein oder andere Häuschen looten. Ich wollte ja letztendlich das ein oder andere Steinchen noch abbauen. Wir müssen jetzt erstmal nach Hause was trinken. Ich habe leider, wie gesagt, halt nicht drauf geachtet, dass es hier wirklich so schweineheiß ist und ich mal wieder die dicken Winterklamotten anhab. Das ist das letztendlich halt das große Problem am Winterbiom. Dass man wirklich, ja, die Klamotten braucht und wenn man ins andere Biom kommt und die Klamotten erst wieder ausziehen muss, dann hat man letztendlich Taschenplätze, die man verbraucht und so weiter und so fort. Alles hat seine Vor- und Nachteile, beziehungsweise eigentlich nur Nachteile in dem Fall. Wieso ich übrigens hier über das Wasser mehr oder weniger springe? Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich dementsprechend über das Wasser springe und nicht einfach nur schwimme. Ehrlich gesagt, ich weiß es allerdings nicht. Kommt mir zumindest so vor, wir testen das mal. So bin ich normal unterwegs. Und so bin ich springen unterwegs. Das ist doch schneller, würde ich behaupten. Boah, ich glaube, es ist schneller. Wir werden auf jeden Fall springen unterwegs sein. Vielleicht dann, da ich jetzt sowieso jetzt gerade nur, ja, letztendlich zurückschwimme, mal ein bisschen was zu meinem Kanal. Ich habe gerade die 140 Abonnenten geknackt. Vielen lieben Dank, Leute. Freut mich sehr, dass ihr mich dementsprechend abonniert, dementsprechend meine Videos schaut. Da macht mir das Ganze um einiges auf jeden Fall mehr Spaß. Es wird jetzt mehr Livestreams auf jeden Fall geben wieder. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Es ist nicht mehr ganz so stressig in der Arbeit letztendlich. Ich komme ein bisschen öfter zum Stream. Deswegen, es wird mehrere Streams dann wieder unter der Woche geben. Na, jetzt hüpft er aber komisch übers Wasser. Und der Samstag-Streams bleibt erhalten. Und ich werde vielleicht die nächsten ein, zwei Wochen noch einen Sonntag-Streams dazu machen. Wo ich dann auch wieder wahrscheinlich, ja gut, ich werde mal 4-5 Stunden streamen. Je nachdem, aber ich glaube 4 Stunden am Sonntag sind machbar. Und da wird gestreamt, dann dementsprechend nämlich Minecraft. Kann ich jedem mal empfehlen, da vorbeizuschauen. Dürfte ganz witzig werden, das Ganze. Ich werde da jetzt dementsprechend nämlich neu anfangen. Habe kurz neu angefangen. Habe mittlerweile alle Probleme, die ich mit dem PC hatte, wieder aus der Welt geschafft. Denn ich habe mir neue Hardware gekauft, die letztendlich meine Toneinstellungen vernichtet. Und mittlerweile soll es jetzt allerdings wieder funktionieren. Ich glaube, man hört es und sieht es hoffentlich auch. Und ja, ich kann nur jedem mal empfehlen, schau mal bei meinen Livestreams vorbei. Gerade mit ein paar mehr Zuschauern. Ich habe normalerweise, ja, 5-6 Leute sind es normalerweise immer. Auch ein bisschen mehr wäre jetzt auch nicht schlimm, denn es macht mir wirklich sehr viel Spaß, mich ein bisschen zu nahe, ein bisschen auf den Chat einzugehen. Ja, macht einfach Fun, muss ich sagen. So viel zu dem Thema. Ja, wir müssen leider noch in der Folge zurückschwimmen. Ich möchte die Folge jetzt nicht extrem kurz halten. Wir machen sie lieber ein kleines bisschen länger. Und ihr müsst mich halt noch ein bisschen länger ertragen. Sollte ja machbar sein, glaube ich. Aber man sieht es, der Weg ist halt echt schweineweit. Es kommt einem nicht so weit vor auf der Karte. Minimales Stück zu schwimmen letztendlich. Aber es dauert halt echt ewig durchs Wasser. Weil ich habe keine Ausdauer mehr. Na komm, wir trinken mal noch ein Bierchen. Wir sind jetzt bei 7 Grad, 17% Wasser. Ich möchte jetzt hier nicht mehr das Wasser trinken, denn ich möchte keine Vergiftung riskieren. So, Gradzahl dürfte jetzt dann gleich extrem nach unten gehen, sobald wir ins Schneebiom wieder kommen. Der See liegt im Wüstenbiom, glaube ich, oder im Steppenbiom. Deswegen momentan noch 22 Grad, das wird sich aber gleich schlagartig ändern.
Dann müssen wir erstmal wieder die dicken Klamotten rausholen. Schluss mit Sonne und Sonnenschein. Ein bisschen was von Kanada, glaube ich. Wo wir jetzt gleich wieder unterwegs sind. So, dann nehme ich aber, wenn ich jetzt sowieso das Bier getrunken habe. Wir haben 15%. Das Bier kostet mich echt Wasser, glaube ich. Wir nehmen jetzt schnell noch ein paar Steinchen mit, denn ich brauche halt die Steine letztendlich, um mir Beton herzustellen. Und ich möchte gerne das unterste Stockwerk eigentlich komplett mit Beton ausgekleidet haben für die Horde. Dann sind wir da nämlich mit 100%iger Sicherheit safe und haben keinerlei Probleme, da überhaupt zu überleben. Und ich möchte dementsprechend viel Beton herstellen, denn ich werde mir, wenn wir eine größere Stadt gefunden haben, wieder eine eigene Basis bauen. Also nicht irgendwie ein Haus ausbauen, sondern wieder eine komplett eigene Basis bauen. Diesmal allerdings ein bisschen anders als meine letzte Basis. Die wird auch wieder zum größten Teil wahrscheinlich unterirdisch sein. Allerdings vom Aussehen her werde ich es ein bisschen anpassen. Denn ich habe den einen oder anderen Fehler in meiner Konstruktion gefunden und die möchte ich gerne raushaben. Und sie wird um einiges größer werden. Das kann ich auf jeden Fall auch versprechen. Das heißt, es wird die eine oder andere Baufolge natürlich auch noch geben. Und vielleicht irgendwann dann dementsprechend auch die Alpha 17. Lang dürfte es eigentlich nicht mehr dauern. Es kommen immer noch weitere Infos dazu. Jetzt haben sie gerade, was haben sie momentan verbessert? Ich habe erst wieder ein Video gesehen, was sie hochgeladen haben, die Fun Pimps. Was haben sie denn da verbessert? Was, wieder Charakter? Ich glaube Charakter. Ne, Waffe haben sie verbessert, genau. Waffenmechanik haben sie verbessert, Nachladen und so weiter. Und Schadensanzeige von Zombies gibt es jetzt beispielsweise. Und man würde jetzt, wenn man den Zombie anvisiert, sieht man oben letztendlich einen Lebensbalken vom Zombie. Und dementsprechend halt, wo man dann trifft, mehr Schaden, weniger Schaden und so weiter und so fort. Ist ganz nice. Ich freue mich schon drauf, ehrlich gesagt. Die Frage ist nur halt, wann das kommen wird, die Alpha 17. Ich gehe fast von Mitte des Jahres eigentlich erst aus. Wenn überhaupt Mitte des Jahres. Also in nächster Zeit rechne ich ehrlich gesagt nicht damit. Dafür machen sie zu viele Änderungen rein. So, dann einmal Klamotten wieder heran. So, das können wir zerlegen. Das Hemd behalten wir mal. Ah, wir haben noch das Bier, dann nehmen wir hier noch den Stein mit. Mein Hauptproblem momentan ist eigentlich, dass ich halt wirklich keine Ressourcensteine mehr habe, die letztendlich in meinem Haus irgendwo ums Eck sind. Ich werde mir fast eine Mine graben müssen, wenn es so weitergeht. Mache ich zwar gerne eigentlich erst später im Spielverlauf, vor allem wenn ich mir halt dann eine eigene Basis baue eigentlich erst. Weil ich da das Ganze dann verbinden kann und mir nicht zwei Minen letztendlich graben muss. Oh, die Bäume sind weitergewachsen, glaube ich. Das spart immer ein bisschen Zeit, aber boah, hier sind echt keine Steine mehr. Deswegen, wir werden wahrscheinlich eine Mine anfangen müssen. Na, der ist aber hartnäckig. Das sah komisch aus, wie er seinen Hals verengt hat. Ich glaube nicht, dass das gesund war. So, Steinchen nehmen wir mit. So, dann müsste ich eigentlich genug Beton haben, um zumindest hier das Loch wieder zu stopfen. Wie sieht's denn aus? Zement herstellen. Da kommen 500. Sehr schön. 1800 Stein, das reicht für ein bisschen Beton. 206, na, das geht doch. So, dann nehmen wir einmal schon das Zeug und reparieren schnell unten noch. Ja, und wie gesagt, ah, komm, hier machen wir auch zu. Wie gesagt, die Folge mache ich dann einfach ein kleines bisschen länger. Ich glaube, das stört niemanden. Oha. Boah, die haben doch... Alter Schwede, wie viel haben... Hallo, das war eine kleine Wanderhorde, die da hängen geblieben ist. Wie viel Schaden haben die denn gemacht, bitteschön? So viel Schaden hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. So, hier machen wir schon mal zu. Das Ganze werde ich, das Holz werde ich logischerweise auch ersetzen. Und hier kommen auch die Betonklötze dementsprechend rein. Ich glaube allerdings, das ist eher so ein Job, was wir nachts machen. Beziehungsweise, ne, wir haben eigentlich Nacht. Mal ganz abgesehen davon. Ah, und richtig. Ich wollte eigentlich was trinken. So, dann kann ich zumindest das... Ah, das Nahrungszeug können wir schon mal hier reinleeren. So, und dann trinken wir noch eins. Das kann auch hier rein. Der Schnee sowieso. So, das Bier auch. Beziehungsweise... Ach komm, was soll's. Wir suchen uns jetzt schnell noch... Ressourcenstein. Ich glaube, hierhin habe ich die besten Chancen. Da war ich, glaube ich, noch nicht so unterwegs. Hier irgendwo Ressourcensteine... Ich hätte gerne einen Ressourcenstein. Da hinten ist ein Feld. Müll haben wir sogar schon gelootet. Da ist übrigens die andere Stadt, die ich die ganze Zeit gemeint habe. Oh nö. Alter, zwei Schreier. Und ich treffe nicht. Willst du mich verarschen?
Die Schreier-Zombie-Tante hat eine Schreier-Zombie-Tante erschrien. Ganz toll. Ach du Scheiße. Okay. Das war's letztendlich mit Ressourcenstein-Looten. Na, immerhin. Zielwasser gedrungen. Hätte ich bloß nichts gesagt. Die wackeln aber auch. Können ja nicht mal ruhig stehen bleiben. Das gibt's doch nicht. Hätte ich nur nicht mein Maul aufgerissen, wie es immer so ist. Nein, das gibt's nicht. Alter, jetzt wird's blamabel. Geht doch. Ich kann zielen, glaubt's mir. Das war jetzt peinlich. Ich erzähl's keinen, wenn ihr es auch keinen erzählt. Alter, wie viele sind das? Okay, die haben mich nicht gesehen. Da kommen dann looten mir die Zombies. Ich möchte allerdings, wie gesagt, um 22 Uhr möchte ich dann... Mechanical Parts sogar. Ich möchte um 22 Uhr eigentlich zu Hause sein. Denn Rennzombies bei meinen Zielfähigkeiten, die ich momentan wieder habe... Das gibt's nicht. Okay, ohne Zielen funktioniert definitiv besser. Möchte ich nicht nachts hier draußen sein, ehrlich gesagt. Und hier sind gar keine... Ich habe doch hier Ressourcensteine gesehen. Ah! Wollte gerade sagen. Die 21 Uhr kommen ja auch noch schnell noch ein bisschen drauf. Kriegen noch ein bisschen Stein aus, kriegen noch ein bisschen Metall raus, dass er einschmelzen kann. Brauchen wir sowieso noch mehr. Und ein Level Up. Oh, Stufe 23. Na, immerhin. Zombie killen bringt halt dementsprechend Erfahrungspunkte. Deswegen steigen wir relativ zügig im Level. Dann sollte sogar Level 25 müsste drin sein zur Horde letztendlich. Und dann können wir unsere Waffen, glaube ich, nochmal verbessern. Wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch liege. Dann sind wir bei 250er Qualität, wären wir dann. Das wäre schon sehr nice. Allerdings, die Horde wird halt auch dementsprechend stärker. Wir haben, glaube ich, ich habe Blood Moon Count auf 12, glaube ich, oder auf 11 stehen. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ja, relativ hoch. Da werden dann dementsprechend viele Zombies auf jeden Fall kommen, wenn wir dementsprechend das Level haben. Denn desto höher das Level, desto mehr und desto bessere Zombies kommen vor allem auch. Na, vielleicht der eine oder andere Spider-Zombie könnte da schon dabei sein, ehrlich gesagt. Hunde-Zombies auf jeden Fall. Apropos Hunde, schon lange keinen Hund mehr gesehen. Nicht, dass mir gleich einer irgendwie ins Genick springt. So, wie sieht's denn aus? Wir haben 385 Stein, 1800. Sehr schön. Das Glas kann weg, das kann weg. Den können wir schon mal zerlegen. Wir brauchen letztendlich das Eisen, um unsere Basis zu verstärken. Denn ich habe die Befürchtung, dass wirklich nochmal irgendwie eine Wanderhorde kommen wird oder eine Schreiertante und letztendlich uns die Spikes einreißen wird, die wir schon platziert haben. Passiert ja gern mal öfters. So, dann haben wir hier auch alle Ressourcensteine geplündert. Kohle gibt es hier relativ viel. Ich hätte allerdings ehrlich gesagt lieber Nitrat. Kohle bringt mir jetzt nicht so viel. Nitrat wäre besser. So, den nehmen wir noch mit. Dann renne ich zurück. Dann komme ich gerade so. 22 Uhr sollten wir dann eigentlich ankommen. Müsste dann soweit passen. Ich werde jetzt auch durch die Folge bis 22 Uhr ziehen. Dann gibt es die nächste Folge wieder nachts. Beziehungsweise nachts, tags. Müsste dann ziemlich gut hinhauen eigentlich. Aber auch die Nacht dürfte recht spannend werden. Denn wir werden ja die Hütte ausbauen auf jeden Fall. Beton verkleiden, Spikes setzen. Ja, wobei, Spikes, eine Reihe zumindest. Die eine Reihe mache ich komplett fertig. Da waren ja noch Lücken drin. Die zweite Reihe werde ich erst wirklich vor der Horde setzen. Weil ich eben Angst habe, dass es mir alles wieder eingerissen wird. Ich möchte einfach mir die Arbeit nicht doppelt und dreifach machen. So, die Häuser haben wir bereits alle geplündert. Ja, haben wir alle geplündert. Und dann, ja, spätestens Tag 7. Wahrscheinlich eher, ja doch, eigentlich Tag 7 ist es ja dann schon. Das heißt, nächsten Tag werden wir dann mal in die andere Stadt schauen, mal sehen, wie groß die ist. Ich hoffe, dass die ein bisschen größer ist, ehrlich gesagt. Na komm, wir nehmen dich hier noch weg. Gras kann auch weg. Das stört mich sonst wieder nur, wenn die Horde kommt. Nehmen wir noch Holz mit? Ah, nee. 22 Uhr kommt. Was soll's. Die Folge geht auch schon lang genug. Dann würde ich sagen, für diese Folge war's das Ganze. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis die Tage.